Sie würde schon bald keinen Hunger mehr haben. Den Kopf hielt sie schön fest, damit er nicht wegrollte. Sie mochte es nicht, wenn der Kopf wegrollte. Ihr langes Küchenmesser blitzte, reflektierte das Abendrot von draußen. Die ganze Küche war in ein feuriges Orange getaucht. Jetzt hob sie langsam das Messer und schnitt den Salatkopf entzwei. Ja, ein halber Salatkopf, sie ist halt Vegetarierin, was soll's.